Es steht wieder an, du hältst eine Rede, du bist tierisch aufgeregt, es ist irgendwie alles wie weg. Kann sich auch um eine Prüfung handeln, du hast einen Abschluss, willst einen Abschluss machen, bist an sich auch gut vorbereitet, aber plötzlich ist alles irgendwie wie weg. Wichtig ist, dass du am Prüfungstag, am Tag der Rede deinen Stress reduzierst und allen Dingen, die dir Stress bereiten könnten, aus dem Weg gehst. Also bei mir beginnt es schon mal damit, dass ich am Vorabend anreise oder auch mit ausreichend Puffer. Also ich habe zum Beispiel morgen um 19:30 Uhr in Aalen in der Stadthalle einen Auftritt. Ich reise morgens an, sodass ich um 12 Uhr in Dortmund bin. Dort holt mich ein Taxi ab. Das ist alles gebucht. Und dann bin ich spätestens um 1 Uhr in Aalen, treffe mich noch mit dem Vorstand, dem Veranstalter und danach den restlichen Nachmittag nutze ich für mich. Ich werde ganz sicher einen kleinen Spaziergang machen, denn Natur und Bewegung hilft mir immer beim Stressabbau. Würde die Sonne scheinen, wäre es warm, würde ich mich irgendwo draußen hinsetzen, würde noch mal einen Kaffee trinken oder auch mir einen Eiskaffee gönnen. Jetzt soll das Wetter allerdings schlecht sein. Also, umgib dich, wenn du dich mit Menschen umgibst, mit Menschen, die dir gut tun. Und dann bin ich persönlich bei großen Reden 2 Stunden vorher vor Ort. Einmal, um die Technik zu checken. Und ja, das läuft meistens rund, aber eben nicht immer. Also davon kann man einfach nicht ausgehen. Und wenn dann die ersten Gäste eintrudeln, dann rede ich eben sehr, sehr gerne mit den Gästen, nehme so ein bisschen Kontakt auf zur Stimmung. Und frag auch den einen oder anderen nach seinen Erwartungen an den Vortrag und ob es irgendwie ein Wunschthema gibt. Also zum Beispiel habe ich letzte Woche gesprochen für Unternehmer und Handwerker. Es ging um das Thema Kopf gewinnt, also was da zwischen unseren 2 Ohren passiert. Und im Vorfeld sagte mir eben eine Zuhörerin, dass sie gerne etwas wissen würde über das Thema Umgang mit Stress. Gut, das war sowieso eingeplant, war ein Bullet Point des Vortrags und doch bin ich noch mal ganz explizit darauf eingegangen. Manchmal entsteht aus so einem Vorgespräch auch eine Geschichte und ich fange dann entgegen meiner Vorbereitung mit dieser Geschichte an. Doch Menschen fühlen sich halt einfach gesehen, wenn du anknüpfst an vorher Besprochenes. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Entscheidend ist immer eine super gute Vorbereitung. Ich merke das selbst. Wenn man mal so einen Vortrag macht, ehrenamtlich für einen guten Zweck und man denkt dann, ach, da musste ich jetzt nicht so reinhängen wie bei anderen Vorträgen, dann erwischt es einen sehr schnell. Daher nehme ich mittlerweile wirklich jeden Vortrag ernst, denn es sitzen immer auch potenzielle Kunden drin. Davon abgesehen, dass es dann wirklich nur noch Vorträge für ein soziales Projekt sind, wo ich mal auf mein Honorar verzichte. Also gute Vorbereitung heißt, dass du vor allem die ersten 5 Minuten absolut im Schlaf kannst. Denn bei den meisten Rednern ist es so, wenn du über die ersten 5 Minuten hinweggekommen bist, dann läuft es. Daher, wenn ich dich nachts wecken könnte und würde dich bitten, sag mir die ersten Sätze deines Vortrags morgen, dann sollten die wirklich so aus dem FF kommen und abrufbar sein. Wenn du noch nicht viel Routine hast und reden wird besser durch Routine, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, und Routine stellt sich ein nach etwa 100 Vorträgen, dann nimm ein iPad, sprich ins iPad oder nimm deinen Partner, Partnerin, such dir gute Freunde, such dir Kollegen im Unternehmen und halte den Vortrag schon mal für, ja, so wie du ihn dann auch auf der Bühne halten wolltest. Denn selbst wenn du in ein iPad sprichst, wirst du sehen oder wirst du merken, dass es Druck erzeugt, weil du weißt ja, nachher siehst du dich selbst oder du kannst es dann auch jemandem zeigen, dadurch erhöhst du auch den Druck. Doch ich stelle halt immer wieder fest, viele sind einfach nicht wirklich gut vorbereitet, wenn sie sich ehrlich gegenüber wären. Dann noch so ein kleiner Tipp, vermeide vorher Coca-Cola, Kaffee, solche Getränke, trinke stilles Wasser oder Kräutertee, denn das hat definitiv eine Auswirkung. Ich würde auch die letzten 2 Stunden jetzt nicht mehr großartig zum Essen gehen, denn das liegt einem nachher möglicherweise im Magen. So, mal kurz auf meinen Zettel schauen. Habe ich alles? Ach ja, natürlich.
Du kannst bei mir eine Weiterbildung zu dem Thema buchen, das Thema Redner werden, wie starte ich als Redner durch, beziehungsweise du kannst auch bei richtigem Lampenfieber bei mir Einzelcoaching buchen. Ich arbeite an der Stelle mit dem Ringwave sehr effektiv. Vor allem, du kannst es dann lernen, sodass du es auch möglicherweise kurz vor dem Vortrag einsetzen kannst, ohne dass ich zum Beispiel dabei bin. So, wenn es jetzt denn wirklich passiert im Vortrag, du stehst auf der Bühne, alle schauen dich erwartungsvoll an und du hast deine ersten Sätze vergessen, dann würde ich, bevor ich das versuche zu überspielen, ich würde es zugeben. Ich würde einfach sagen, oh, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Und wenn es dir gelingt, an der Stelle humorvoll zu sein, kannst du auch fragen, hat jemand zufällig diesen roten Faden gefunden? Und meistens ist dann über das erste Lachen wird es auch schon besser, beziehungsweise während das Publikum lacht, kannst du mal tief in den Bauch atmen, fünf tiefe Atemzüge nehmen, plus Ruhebildvisualisierung, eventuell auch Thymusdrüse klopfen, um dann eben loszulegen. Ich habe bei meinen ersten großen Bühnenauftritten mit Tausenden und mehr Teilnehmern, wo mir bewusst war, boah, da wird wahrscheinlich dein Lampenfieber ziemlich hoch sein, mit einem Film angefangen. Weil in der Zeit, wo der Film lief, habe ich mich weggedreht von den Zuschauern, also nicht mit dem Rücken, sondern 90 Grad zu den Zuschauern und habe dann eben Wingwave gemacht für mich alleine als Selbstcoaching-Technik, habe nochmal tief durchgeatmet, habe meine Affirmationen gesprochen. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig, dankbar dafür, dass ich diesen Auftrag habe und heute vielen interessierten Zuhörern etwas vermitteln, beibringen darf, sie zum Lachen bringen darf. Und ich bin mutig, weil es braucht natürlich viel Mut, auf die große Bühne zu gehen. Das ist definitiv nicht selbstverständlich. Und ich war erst vorletzte Woche, habe ich einen Vortrag gehalten. Das war mit Essen. Und da kam dann die Bedienung vorbei und fragte, hey, soll ich Ihnen ein Glas Sekt bringen? Sie sind so blass. Na, da war ich definitiv aufgeregt. Und ja, die Bedienung hat es in dem Fall auch richtig erkannt. Ich trinke an der Stelle im Übrigen kein Glas Sekt, sondern dann eben Leitungswasser und tue in dem Moment etwas Gutes für mich. Ja, wenn dir jetzt das Video gut gefallen hat, geholfen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, übers Teilen mit Kollegen, Freunden und wenn du eben meinen YouTube-Channel abonnierst. Viel Freude auf der Bühne, weil das ist auch eine gute Voraussetzung, beziehungsweise beim Präsentieren. Denn wenn einem etwas Freude und Spaß macht, dann löst sich auch etwas in einem.